Welcome back bei Mass Effect Andromeda. Und zwar mit der Mission. Als erstes gehen wir mal da rein. Ganz praktisch. So, wir suchen uns eine hübsche, sexy Mission. Oh, gehen wir mal auf die Karte. Haben wir grob eh fast alles. Also, Logbuch. Helios-Aufgaben. Vault. Sicherheitsmatrix deaktivieren, haben wir das nicht schon gemacht? Ja. Team, Kampf gegen die Kette unterstützen. Ja, dann machen wir das einmal, aber ich glaube eigentlich habe ich die schon besiegt. Buggy, buggy, bug, bug. Oder was? Na, Marker. Die Aufgabe ist aktiv, also wo ist der Marker? Ja, das ist wohl wirklich ein Bug. Okay, das ist ein Bug. Hat er nicht gewertet, warum auch immer. Weil... So, das haben wir schon geschafft. So, was haben wir hier? Die Kette hat einen Sicherheitsdingsbums deaktivieren. Schauen wir mal, ob das möglich ist. Haben wir nämlich, glaube ich, auch schon gemacht. Genau. Ja, das ist leider Gottes verbuggt. Das kann ich nicht machen, aber wir haben es gemacht. Das weiß ich. Das weiß ich genau. Okay. Gut, dann ist Helios erledigt. Warum auch immer das auf Volt Helios. Dann würde ich sagen, wir machen eine. Was haben wir denn da? Mit, Aufgabe unterwerfen. Kettgeräte zerstören. Wir haben da eh einiges. Auch Nebenaufgaben und so weiter. Aber ich würde gerne weiterhin die Verbündetenbeziehungen und so weiter da ein bisschen ausbauen, weil, ja, brauchen wir, ne? Brauchen wir nicht. Das ist zum Beispiel das, ne? So. Haben wir Familiengeheimnisse der Rider? Ah, okay. So. Ja, das sollte man mal machen. Dann schauen wir uns die Erinnerungen mal an. Das können wir auf jeden Fall machen. So, und dazu müssen wir zurück. Jetzt ist hier unsere Basis-Dings. Oder ein schönes Schnellreise anheben. Und dann schauen wir uns einmal diese Same-Erinnerungen an. Ich habe drei gefunden, aber die noch nicht angehört. Das werden wir jetzt nachholen. Auf zur Tempest! Willkommen zurück. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Okay. Schauen wir die E-Mails. Okay, zu Cora soll man. Ah, das machen wir jetzt gleich. Schauen, wo ist denn die Cora? E-Mail-Terminal. Hallo Gott. Von Cora lesen. Das habe ich schon gemacht. So, mit Cora auf der Tempest reden, ja. Der müsste wissen, wo die ist. Die ist unter mir, oder was? Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pat. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Das machen wir dann schon. Jetzt lassen wir mal mit Cora reden. Eins nach dem anderen, mein Freund. Cora. Wo ist unsere Tante? Da unten lümmelt die. Cora, moinsen. Wir haben es geschafft, Ryder. Sie haben den Flugschreiber der Asari repariert? Ja,
Ein paar alte Zugangscodes, ein wenig Datenwiederherstellung durch Sam und schon konnten wir den letzten Kurs der Arche ermitteln. Die NAV-Punkte sind im System. Wir können uns auf den Weg machen, sobald sie soweit sind. Sind Sie bereit dafür? Denken Sie an das Forschungsschiff. Was wir finden werden, wird uns vielleicht nicht gefallen. Sind Sie... Es ist mein Job, mit schwierigen Situationen klarzukommen. Wir brauchen die Asari und Sarissa mehr als je zuvor. Ich vertraue darauf, dass sie sie finden, bevor die Kettes tun. Okay, all clear. So, ich will aber trotzdem zum Sam kehren jetzt, weil die Mission, die haben wir ausgewählt. Wo ist das unter zusätzliche Aufgaben, glaube ich mal. Samkern, war das? Die Bierlieferung, das ist so lustig. War doch hier irgendwo. Bin ich blöd? Sitzaufgaben? Ja, wir finden das schon, Leute. War diese blöde Mission? Jetzt ist das ne. Also das verstehe ich jetzt nicht. Aber war das unter Verbündete? Ja, eben. Ha, sag ich doch. Also, auf zum Samkern. Der muss ja irgendwo auf dem Schiff sein. Ich weiß jetzt noch nicht, was mit. Marker in die Richtung. Ich glaube oben, oder? Da unten. Der gute Samkern. Auf dem Schiff. Komm mal rauf da. Ich will wieder, dass ich runtergehe. Ging aber hier auch irgendwo, ey. Das war irgendwo hinten, glaube ich. Warte mal. Naja. Pathfinder, nee. Sie haben offene Videoanrufe. Ja, das. Kann schon sein, aber ich habe jetzt dazu keine Zeit, my friend. Gut, was wir machen können, ist da schnell reinschauen. Well, dann kriegen wir Belohnungen. Man, das kann ja nicht schaden. Dann vielleicht ein bisschen Müll loswerden. Wenn ich schon da bin, dann geht das. Währungsgüter verkaufen. Ne? Blödsinn, alles wegkommt. Viel Scheiß haben wir so auch zu verkaufen. Eben, das da. So, das kommt weg. Das kommt weg. Schrotzen. Das kommt weg. Das kommt weg. Ohne da alles doppelt und dreifach. So, das kommt weg. Panzerungen nur. Werden nur weg. Muss. So, dann haben wir nämlich ein bisschen wieder Platz im Inventar. So, das können wir nebenbei nämlich machen. Dadurch, wo ist dieser Kack-Sam-Kern, hey? Wo ist denn der Sam-Kern? Labor, Biolabor, Luft, bla bla bla, Rettungsbrück, Maschinenraum. Kann auch Maschinenraum sein. Meetingraum war das mit Sicherheit. Waffenlager. Tiere, wo ist der scheiß Sam-Raum? Sam-Raum, da, Sam. Da müssen wir hin. So, markiert, das muss doch gut sein hier. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt hängt mit der wieder da. Was ist denn der Scheiß?
Markieren, aber das ist da unten, also unten, 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 runter jetzt. Auf dem Kahn hier zurechtzufinden ist auch eine Sache für sich. So, hier wahrscheinlich. Nee. Hier. Aber da müsst ihr auch mit sehen, glaube ich. Genau, hier geht's jetzt auch was. E-Mail-Terminal schauen wir schnell, das passt. So, Videoanrufe haben wir da. Wo ist Terminal, das war's nicht. Im Fernseher. Also wie kennt ihr das? Planeten. Ja, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist ja richtig cool. Aber wir haben eh Gas gegeben, muss ich sagen. Schaut nicht so schlecht aus, was man da braucht. So, und jetzt quatschen wir mal mit Sam eine Runde. Und für eine. Jo, du bist der kleine Scheiße. Auf Cadera solltest du lieber nicht abhauen. Hm. Sonst landest du noch in irgendeinem anderen Käfig. Oder einem Eintopf. Er ist ein guter Junge, nicht wahr? Das bist du doch, oder? Sie wissen schon, dass Pyjacks überall hinpinkeln. Lol. Wehe, du pisst mir aufs Sofa. Mach ich Harakiri aus dir. So, jetzt quatschen wir mal mit Sam. Hallo Sarah, Pathfinder. Können wir über ihre romantische Verbindung reden? Lol, was gibt denn dich das an? Aber okay. In Ordnung, aber ich nehme an, du weißt bereits, wo die Babys herkommen? Meine einzige Erfahrung mit derartigen Verbindungen war eine bereits lange gefestigte Beziehung. Geschätzt, vertraut, aber tragisch. Mom und Dad. Den Anfang einer Verbindung habe ich nie miterlebt. Ihre Sichtweise ihres Partners würde das Ganze für mich in einen Kontext stellen. Okay, sie ist wichtig für mich. Es geht nur um Spaß. Ich kann... Ich brauche Unterstützung, ne? Glaube ich nicht. Das ist wichtig für mich. Ich empfinde wirklich viel für sie und ich hoffe, bei ihr ist es auch so. Alles Leben strebt nach Zusammengehörigkeit. Jetzt verstehe ich das besser. Danke. Das war ja einfach, Sam, dir zu helfen, aber okay. So, das haben wir doch alles. Erinnerungsauslöser. Mal, da gibt's neue, glaube ich. Was gibt's Neues über die Erinnerungsauslöser? Eine Erinnerung wurde freigeschaltet und steht für weitere Untersuchung zur Verfügung. Sie müssen dazu zum Sam-Kern auf der Hyperion zurückkehren. Also doch. Danke, dorthin Sam. Direkt. Das, ja, das ist scheiße. Ja, da müssen wir auf Typ. So geht es doch nicht hier. So eine Scheiße. Ich bilde mir ein, es war hier irgendwo. Unser sicher. Nicht. Nicht. Ist auch nicht. Hm. Ding da oben, sag ich doch, da muss ich wieder rauf. Ey, check. Drauf jetzt. Wir finden das schon. Sag ich doch, dieser dämliche Kern. So muss das eigentlich gehen, oder ne? Nomad. Ich glaube, ich verwechsel da schon wieder was. Im Kern. Aber das ist wirklich auf dieser dämlichen. Sowieso shit. Break, alles fit? Ich habe gerade mit Cash gesprochen. Wie es aussieht, sind einige Angehörige des Clans auf die Nexus zurückgekehrt. Sie sind zwar nicht Teil der Initiative, sondern wurden als Söldner angeheuert, aber immerhin. Es war eine gute Entscheidung, ihr den Antriebskern zu überlassen. Für die Kroganer bricht eine neue Zeit an, ha? Huh? Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Tag mal erleben würde. Unabhängige Kroganer als gleichberechtigte Verbündete. Das hätte meiner Mutter gefallen. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. So, tschüssle. Ja, so wie das ausschaut, kann ich hier nichts machen mit dem Sam-Kern, aber ich glaube, dann ist die Markierung schon richtig. Ich muss einfach da hin. Na, dann war das kein Fehler, sondern das ist so. Dann können wir meine Markierung wieder weg und probieren das einmal. Mal zum Sam-Kern reisen, ne? Das ist nicht so schlimm. Imperium Käsegrenner da.
Dachte mir nur, es geht auch anders. Was haben wir denn hier? Okay, und was ist das? Komisch. So, wo befindet... Blind, wo ist die Markierung? Hä? Ist hier die Markierung? Müsste die nicht da sein? Gibt's ja nicht, der will, dass ich da... Geh mich verarschen oder was? Ich soll da hin, also bitte. Was ist denn das dann bitte? Was kann das sein, ey? Der blöde Sämkern, der muss doch hier sein, ey. Also, der will, dass ich da hin. Also muss da auch was sein, was ist denn der Blödsinn? Hier vielleicht, oder? Da ist ja nur das. 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 Also hier nicht. So, dann muss er hier wo sein, mein Ziel. Ich habe aber keinen Marker. So eine Scheiße. Was ist überhaupt? Erschlagnexel. Haval. Dann Haval. Der Nexus-Kacke, das könnte so sein. Ich glaube, das ist auf dem Nexus, ne? Dieser scheiß Sämkern. Dass ich das nicht mitkriege, Mann. So. Nexus. Was, dann markieren wir das so. Dort ist nämlich dieser scheiß Sämkern, glaube ich. Glaube ich. Bin mir zwar nicht sicher, aber glaube ich. Aber wenn er mal keine Markierung macht, labert was von Hyperium, aber... Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.